So, als nächstes kümmern wir uns um unsere Verzeichnisse, Abbildungsverzeichnis und Quellenverzeichnis. Ich habe hier am Ende meines Dokuments bereits entsprechende Seiten vorbereitet und habe hier wieder eigene Textfelder. Eben Verzeichnisse ist ein großer Menüpunkt und entsprechend die Untermenüpunkte. Reihenfolge bin ich mir nicht sicher, ist vielleicht auch egal. Und bevor wir das Abbildungsverzeichnis erstellen, gleich wie wir es bei den Inhaltsverzeichnisformaten getan haben, brauchen wir auch hier ein eigenes Absatzformat für die Eintragung im Abbildungsverzeichnis. Wir erstellen uns ein neues Format, das da heißt zum Beispiel ABBVZ. Abbildungsverzeichnis und basierend auf nichts wie immer. Und wir kontrollieren auch unbedingt die Nummerierung und Aufzählung, falls da irgendwas drin ist, alles raus ohne. Und ich werde auch meine Größe, Abbildungsverzeichnis ist nicht so wichtig, das heißt 10 Punkt sollte soweit mal okay sein. Okay, dann schaue ich mal, was rauskommt. Okay, und hoppla, jetzt habe ich die Überschrift weggenommen. So. Nun geht es an die Erstellung. So, das Absatz, das tue ich mir hierher. Dann wieder rein in Layout. Zuallererst den Punkt Inhaltsverzeichnisformate. Dieser ist wiederum einmal zu erledigen. Ich habe hier noch mein Inhaltsverzeichnis, lege mir ein neues an und sage da Abbildungsverzeichnis. Ich nehme den Titel wieder raus, weil ich den ja manuell sowieso hier gesetzt habe. Und Absatzformate einschließen, suche ich mir meine Abbildungen. Okay, aufpassen, nicht das Verzeichnis, sondern damit, womit ihr die Abbildungen nummeriert habt. Abbildungen und hier wieder wichtig, das Eintragsformat nicht das gleiche Format, sonst wird hier wieder weiter nummeriert, frisch, fröhlich, sondern unser gerade eben erstelltes Abbildungsverzeichnis. Und soweit ich weiß, sind beim Abbildungsverzeichnis keine Seitenzahlen drinnen. Also wenn ihr zum Beispiel hier diese Optionen gerade gar nicht gesehen habt, gibt es hier den Punkt mit mehr Optionen. Wir nehmen die Seitenzahl raus und zwar hier bei Seitenzahl keine Seitenzahl. Okay. Okay. Und dann gehen wir wieder rein in Layout Inhaltsverzeichnis. Das ist nun die Erstellung an sich. Hier ist wieder quasi das Abbildungsverzeichnis drinnen, was ich gerade alles eingestellt habe. Sag okay. So, und jetzt ist es wichtig, hier Übersatztext einschließen. Ja. Warum? Ihr erinnert euch, wir haben in die Bildbeschriftungen immer die Quelle hinzu versteckt im Übersatztext. Deshalb bitte unbedingt mit einschließen, damit ich das da dann hier entsprechend sehe. So, warum ist das bei mir hier grau? Das werden wir gleich rausnehmen. Gehe nochmal rein ins Abbildungsverzeichnis. Vielleicht habe ich hier bei der Zeichenfarbe, okay, entsprechend schwarz einstellen, je nachdem natürlich, was ihr haben wollt. So, und das Ganze soll dann in etwa so ausschauen wie bei mir. Ich sehe hier, okay, beim Punkt Stretching habe ich hier zum Beispiel unabsichtlich ein Leerzeichen drin. Und mein Abbildungsverzeichnis reicht auch nicht für eine Seite. Ich muss noch weiter auf die nächste. Und was ich auch noch haben will, einen Abstand. Beziehungsweise was hier auch nicht passt, sind Tabulatoren. Seht ihr, hier klebt das Joghurt total dran und hier habe ich ewig viel Abstand. Und ich möchte auch zwischen den einzelnen Abbildungen ein bisschen Abstand haben. Das heißt, ich gehe wieder rein in mein Abbildungsverzeichnis, check mir hier mal kurz die Tabulatoren, ob da irgendeiner irgendwas hilft. Ja, okay, bitte
wenn das bei euch auch so ein bisschen grausig aussieht, entsprechend reingehen ins Abbildungsverzeichnis und hier einen Tabulator setzen, der für euch soweit okay ist, weil es existiert hier immer einer dazwischen, nur hat er keinen, auf den er reagieren kann und dann macht er eben keine Sprünge, keine Ahnung, alle 2 cm. Okay, das ist Punkt 1. Und was ich auch noch brauche, hier wieder diesen Abstand davor oder danach, einen Millimeter, der ist bei mir relativ... Er springt bei mir wahrscheinlich so weit, weil das hier das Grundlinienraster springt. Ich mache hier, okay, am Raster ausrichten könnt ihr zum Beispiel hier ausnahmsweise auch mal rausnehmen. Kommt alles auf eure Optik und auf euer Layout drauf an. Wenn ich es zum Beispiel hier rausnehme, dann kann ich hier, nicht der Einzug, sondern der Abstand davor, entsprechend ein bisschen aufstretchen das Ganze. Das macht es optisch natürlich ein bisschen netter. Und ich gehe kurz zum Stretching-Punkt, um zu sehen, ob ich meine, ich muss sowieso auf die zweite Seite erweitern. So. Entsprechend noch perfekt ausrichten. Fürs Quellenverzeichnis gehe ich dann gleich auf die nächste Seite. Aber grundsätzlich ist es das zum Thema Abbildungsverzeichnis.